meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren herablassenden, rumhängenden Folge Dead Space 3. Wieso komme ich da nicht mit? Ja, ja, so wird's auch nichts. Kann man da nicht? Ich dachte mal so ein bisschen Schwung. Macht ja nichts, ne? Schwungriesel! Alles klar, so macht er gar nichts. Und jetzt du Esel. Hopp! Wie kommt man da rüber geeselt? Das ist die Frage. Aua! Jetzt passiert sowas wieder. Ich hätte gerne Lust, aufs Meter ranzugehen. Ah, okay. Dann lass uns mal hier hochklettern. Also, Also das mit den Dings, mit den Schiff. Okay, jetzt habe ich es raus. Alles klar. Hin und her springen. Kein Problem. Sollte klappen. Sollten wir jetzt hinkriegen. Wieso ging das vorher nicht? Das frage ich mich. Ja klar, ich bin am Ziel und werde da direkt nochmal vom Felsen getroffen. Alles klar, alles klar. Natürlich ist das so, natürlich. Isaac. Halt die Schnauze. Okay. Nee, ist mir egal. Interessiert mich nicht. Gott sei Dank. Hör mal. Wegen Robert. Ist egal. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Na, hast du das nicht gehört? Und das meine ich ernst. Dass er das nicht irgendwie toll fand, das hat er auch eindeutig mitgeteilt. Da müssen wir doch gar nicht drüber quatschen, du dumme Kuh. Achso, sollen wir mal den Roboter auf Jagd schicken? Upsi, Popsi. Aha. Wow, das ist eine frostige Geschichte hier, diese Staffel hier, ne? Also dieser Teil. Arschkalt und so, finde ich gar nicht gut. Ist nicht so meins. Mochte ich damals bei Uncharted 2 und bei Tomb Raider Rise oder Rise of the Tomb Raider. Na klar, überleben wir das. Oh, hinter mir! Oh, der ist denn geworden? Ja, ist ja gut. Man kann das auch anders regeln. Schnauze! Schnauze! Okay. Und wieder mal gehe ich als Sieger vom Feld. Ja, aber war knapp. Es ist schon ein bisschen furchteinflößend. Was? Okay, der ist mit einer Armlänge voraus. Aha, Labyrinth jetzt, ja? Dachte ich, und das war doch kein Labyrinth. Ich habe noch einen Aufzugabsatz gefunden, aber immer noch keine Winde. Alles okay? Jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald deine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Ach, dann sterbe ich eben halt morgen, ist auch nicht so schlimm. Okay. Ich glaube, es wird nicht einfacher. Warum macht er dieses Kletter jetzt? Ich bin auf die Klettersprung, genau. Scheiße. Oh ja, da kommt mal so ein bisschen Felsen runter. Alles klar. Ah, du sollst da bleiben, du Pimmel. Was ist das denn? Schafft er? Ach, das ist der Aufzug? Okay, ich komme da rüber gejumpt. Ja, komm. Ich weiß, was wir zurück.
Ja. Ich krieg so ein bisschen Staubkorn noch ab und fall runter, Alter, ehrlich. Na, Mann, ne. Mann, spring auf die Seite! Oh, was ist denn los mit dem Vogel, Alter? Was für ein Gebumse. Ein heftiges Gebumse. Oh, du Pimmel, halt dich fest! Rutsch rüber! Das dürfte alles eine Schwierigkeit werden hier. Der wird uns wahrscheinlich total voll L umkloppen. Ja! Scheißdreck. Jetzt haben wir euch. Mann Gott, spring doch da rüber, du Pimmelberger, ey. Kaffeezeit. Ah, ja. Ah ja, er lädt sich von alleine wieder auf, wa? Ja, na klar. Na komm her, mein Schatz. Ja, spucken, ja? Frostbeulenangriffe. Nicht mit mir! Oh, Alter, das macht das aber auch richtig langsam hier. Okay, was haben wir hier alles dabei? Der hat nichts. Hör ich noch Steps? Hey, Momentchen, Popentchen. Da, das nehmen wir natürlich mit. Das lassen wir nicht außen vor. Alles mitnehmen. Her, dat jel, gib her. Hier sieht es aus. Ich habe die Winde gefunden und schalte sie jetzt ein. Als würden wir hier gleich fett kämpfen müssen, wa? Lass mich raten. Dosendörte. Jede Wette Dosendörte. Es ist Dosendörte. Es kann nur Dosendörte sein. Wie war's das? Ist sie jetzt eingeschaltet? Hat das nicht funktioniert mit dem Generator hier? Alle festhalten! Gefällt mir nicht. Reden Sie mit mir und sehen Sie nicht nach unten. Das gefällt mir nicht. Was kommt als nächstes? Naja, wir wissen jetzt, dass wir eine Art Schlüssel brauchen, um die Maschine abzuschalten. Die Forscher nannten ihn den Codex. Okay. Und wo ist er? Wir müssen einen herstellen. Und wie machen wir das? Wie Sie es vor 200 Jahren gemacht haben. Mit Rosettas Forschungsarbeit. Oh mein Gott! Locker bleiben.
Nur eine durchgeknallte Sicherung. Vielleicht kann ich Strom von den Lampen umleiten. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Ist hier noch ein Generator irgendwo? Der sollte gut zu funktionieren. Ja, ja, das war mir schon irgendwie bewusst. Aber das ist das Endprodukt. Aha. Dann erzählen Sie mal von dieser Rosetta. Naja, wir wissen nicht viel. Nur, dass der Kodex aufgrund Ihrer Forschung hergestellt wurde. Wo finden wir ihn denn? In der Einrichtung an der Spitze dieses Berges. Super. Sehen Sie, wir sind fast fertig. Okay. Warte mal. Ich gebe einfach mal was von weg und gebe einfach mal hier was hinzu. Alter Falter. Lichter. Wir müssen die Lichter runterfahren. Oh! Gehe ich dabei drauf, wa? Hast du mich verarscht jetzt, oder? Ach, dann ballern die Lichter durch, alles klar. Ja, dafür bin ich aber zu unintelligent. Unintelligent. Mhm. Okay, der macht die Lichter wieder auf grün. Okay. Okay, jetzt gibt's einen Kampf. Auf Leben und Tod. Ja, wie schalte ich das Ding wieder ein? Ach so. Ne, der lübt ja. Also vielleicht einfach nur so. Manuel. Ach, guck mal, da sind sie schon da. Einmal gedreht und zack, sind sie oben. War doch gar nicht so schlimm, oder? Nein, absolut nicht. Kein Problem soweit. Ich hab den ganzen Weg über geweint. Ich will endlich festen Boden unter den Füßen. Santos, Carver, helfen Sie mir! Scheiße! Es ist zu schwer! Nein, nein, ich hab's! Isaac! Sie mich vor dem Vieh, bitte! Isaac! Der Vorsprung kracht gleich runter und reißt uns mit! Nein, ich kümmere Sie an! Halten Sie die Winde fest! Santos, geben Sie mir Ihre Hand! Isaac, dafür ist es zu spät! Ja. Wäre sie mal bloß schnell aus dem Aufzug rausgekommen, wa? Komm, irgendwas muss mir drücken. Nein, lass es sein! Er hat sie auch geopfert! Er hat sie geopfert! Er hat sie ermordet. Ich weiß gar nicht, wo meine Kamera steht. Gott verflucht! Ich hatte sie! Wir wären alle mit runtergerissen worden. Isaac, das Schiff fällt auseinander. Geben Sie mir endlich Ihre Hand, verdammt! Ich hatte es ihr versprochen! Ich hätte sie erreichen können! Hätte ich nur noch eine Sekunde gehabt! Da, Dosentür ist wieder da. Ja, ja, ja. Sie ist tot. Ellie. Nein, Isaac, die ganze Felswand rutschte ab. Du hättest sie nicht retten können. Könntet ihr jetzt wieder hochkommen? Ja, ich glaube, es gibt einen Weg über die Seite. Könntet ihr jetzt wieder hochkommen? Offline. Schade, dass es offline ist. Ah ja, Dosentörte. Dein Ernst, du hast das Verständnis mitgebracht. Das ist schon alleine schwer mit ihr so. Hey, machen Sie mit der Harpunenkanone mit dem Generator wieder klopfen. Oh, komm schon, das ist wieder so ein Mission Impossible, Alter.
Oh, haben wir hier Motivation irgendwo? Ach, hey. Ah! Nobody kann nicht kommen. Dörte, lass es sein, lass uns Freunde sein, lass uns einfach Freunde sein, lass uns einfach zick ins Knie. Was ist das? Das ist eine scheiße Karte. Was macht er denn da? Warum wechselt er denn die Waffe, du Penis? Hey, zeig doch mal wieder dein hübsches Gesicht. Ah, fick dich doch einfach mit der scheiß Tentakeln. Die verarschen jetzt? Macht das jetzt nicht mehr, wenn den schönen Gesicht zeigen? So ein hübsches Gesicht darf nicht verborgen werden. Ui, ui, ui. Meine Güte! Ich will doch nur dein Freund sein. Ich will doch nur dein Freund sein. Ach, denn jetzt sehe ich, dann muss ich mir die Beine wegballern, wa? Habe ich das richtig gesehen? Immer dann, wenn man merkt, die holt aus zum Sprung. In dem Moment. Irgendwann muss doch mal Schluss sein mit den Viechern. Achso, wahrscheinlich lange, bis ich den Schaltgenerator gezündet habe. Versuchen Sie, das Vieh zu den Tracking-Lasern zu locken. Benutzen Sie die Torque-Steuerung schnell, das Vieh befreit sich. Hast du die Steuerung? Aua! Aua, hör jetzt auf damit!
Was ist das? Mach doch hier was. Emily verfügen. Ja, dann tu. Achso. Ei, endlich hat das hier mal ein Ende mit Dosendörte. Ah, sie end auf so Dosendörte. Okay, lass mal ganz kurz nochmal schon Items einsammeln. Von wo aus konnte der Typ das jetzt gerade sehen? Hat aber gedauert, bis ich darauf gekommen bin, wa? Hoffentlich habe ich jetzt hier nicht so einen ekligen Aufstieg jetzt hier, der mich auch noch total ankotzen würde. Ping! Ja, wahrscheinlich. Alter Digga. Oh, hör auf zu flennen, Mann, Isaac. Alter. Yo. Hallo. Lady. Hey. Alles ist gut. Du bist ein guter Mensch, Isaac. Lass uns rummachen. Du hast getan, was du konntest. Hab ich nicht. Ich habe aufgegeben, Ellie. Tut mir so leid. Jetzt komm. Hier muss es sein. Kein Problem, sie hat Robert verloren und macht sofort mit Isaac rum. Bitch. Sie muss da oben irgendwo ein Labor haben. Wir sollten nach einem Büro suchen, nach Akten, irgendwas mit ihrem Namen darauf. Damit kommen wir zum Eingang. Los. Ja, ja, ja. So, meine Kinderchen, das war heute The End of Dosendörte, denn endlich haben wir sie erledigt, eliminiert und sie wird höchstwahrscheinlich nie wiederkommen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, also tschüssli Müsli.